Moin Moin, seid gegrüßt, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. LS22 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Wir haben gut zu tun, es ist im April. Ja, wie man hier sieht, Ballenpresse fährt, Ballensammler fährt, alles automatisch mit Kursplay. Wir machen gerade nichts. Wir suchen jetzt aber mal. Gut, also der soll hier gleich, das fällt mir, denn hier soll unsere Textilproduktion hin. Wie teuer habe ich die denn eigentlich nochmal gemacht? Ein bisschen Geld müssen wir noch verdienen, ne? So. 1,6. Oh, das ist ja teuer. Danke, Christian, für schnelle Gucken oder gewusst. Hat man eine Frage, wenn erlaubt? Ja, fragen kann man. Ob man eine sinnige Antwort kriegt, ist aber die andere Geschichte, ne? Aber fragen kann man. So. Oh ne, wo ist denn eigentlich der andere? Oh ne, doch. Ne, macht ja Sinn. Wir nehmen den hier. Wir müssen jetzt mal Gärreste holen. Ich wollte doch auch Gärreste organisieren aus der Biogasanlage und die in den Separator reinschmeißen. Was kann der von alleine? Gerade selber platzieren daher. Achso, das ist ja ein schöner Zufall, denn ja. So, gute Fahrt. Das ist der, die Spritze. Der ist fertig auf dem Feld. Das ist halt auch, also das ist, wir haben zwei Luzerner-Heukfelder. Und das will ich gerade so ein bisschen überlegen. Das Feld am Hof. Weil wir haben gesagt, wir machen den ersten Schnitt komplett mit Heu eigentlich, ne? Also, weil das hier ist ja, also zumindest alles, was wir jetzt schon gemäht haben. Weil das liegt ja auch so, dass es, ne? Man sieht es, das liegt ja eh schon so. Nicht in Schwattreihe. Ich merke schon, ich komme nicht zur Sämaschine. Ne? Seit 20 Minuten versuche ich zur zweiten Sämaschine zu kommen. Weiß nicht. Vielleicht klicken wir gleich über die Karte. Ich sehe sie nämlich gerade hier. Zwischen den beiden Reitern. Das hat er beim letzten Mal auch nicht gespeichert. F0405. Wenden 17 Meter. Erster W-Punkt, schaffst du schon, fährst du selber hin. So. Gut. Ah, da haben wir ihn. Erwischt. Und er hat sogar noch Saatgut und alles mit an Bord. Weiß ich nicht. Das hatten wir, glaube ich, gestern schon das Thema. Mit dem Schlachter. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es wahrscheinlich sinnig funktionieren würde, wenn du ein paar Tiere hinbringst. Damit du die Einträge sauber hast in deiner Safe-Game. Und dann kannst du die Einträge in deiner Safe-Game natürlich erhöhen. Das müsste gehen. Wieder hochladen und gut. Oder verpacken und gut. Das hat ja nicht so gut geklappt hier, ne? Ergebnis, Ballensammler mit Kursplay heute. Kriege ich es auch nicht raus, müssen wir starken Bauern nutzen. Also wie gesagt, ich würde erstmal ein, zwei Tiere hinbringen.
Weil ich wüsste nicht, wie die neuen Einträge nachher im Savegame sind, ne? Also erstmal ein paar Tiere hinbringen, jeder Sorte, jedes Füllstandes. Nach dem neuen Prinzip. Und dann im Savegame die Werte ändern, speichern, bieten, ne? Wieder neu laden. Wieder vermehrt die Ballen. Schauen, dass nicht am Rand welche rumliegen. Die hier in der Mitte, die stören ja auch erstmal nicht. Dann wollen wir hier auch noch Sorghum anpflanzen. Ich habe doch überlegt, dass wir auch Feld 10 auch was machen auf jeden Fall. Also unser Grasfeld 10, was wir auch jetzt gemäht haben, bleibt auch erstmal kein Grasfeld. Dachte, vielleicht machen wir dazu, wir haben auf 19 noch vor, Mais zu pflanzen. Dachte mir, vielleicht machen wir noch ein zweites Maisfeld. Dann wird sich eigentlich auch ein richtiges Kai-Silo später bei der BGA Süd mal lohnen, ne? Nimmt nicht die Werte, das ist ja komisch. Weiß ich dann aber nicht. Also normalerweise kann man Werte so ändern, aber vielleicht hängt es irgendwie mit dem Revamp und den Tieren zusammen, kann ich nicht sagen. Nee, also gestern war ja auch schon spät, ne? Was wir gestern nur noch gemacht haben, halt unsere ganzen Logs miteinander verglichen. Und die, die jetzt was gesagt haben, das haben ja nicht immer alle was gesagt, also von daher weiß man es auch nicht. Aber die, die was gesagt haben, da waren die Logs eigentlich ziemlich ähnlich, werden alle relativ häufig ständige Saves von diesem Advanced Game Settings, Save XML Einträge. Und die hatte wirklich jeder teilweise auch viermal innerhalb einer Minute, aber nicht, dass sie bei mir viermal in einer Minute waren und auch bei einem anderen viermal in einer Minute, sondern das variierte. Und wenn beim nächsten Mal einige Mods, wo wir sagen, die brauchen wir nicht, werden wir rausschmeißen. Und dann mal weiter gucken. Wie ich schon sagte, so die nächsten paar Monate, die Matchmap ja auch dauern wird, zu spielen jeden Abend, jeden Samstagabend, ist ja nervig, macht ja keinen Spaß und das kann es nicht sein. Ein bisschen das Problem, wie immer, sind natürlich ist auch definitiv dieser Autoload. Und mit den Ballen, die da drauf sind, die ja wirklich als Ballen da drauf liegen. Und wahrscheinlich vom Spiel halt mit allen anderen synchronisiert werden. Ständig die Positionen, ne? Logischerweise werden ja gewechselt, weil wenn man fährt, liegen die Ballen ja praktisch aktuell immer eh woanders. Und das mit 12 Leuten zu synchronisieren, glaube ich, ist bei LS schon immer irgendwie schwierig. Haben wir geguckt, wir haben ja insgesamt über 700 Ballen rumliegen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen was, oder? Ne? Was nicht unbedingt die Performance verbessert. Kann aber schon mal auf Feld 36 hier wieder einstellen, weil alleine zurückfahren kann er gleich. Vielen, vielen Dank, Winnie. Und Prime Sub im 22. Monat auch schon. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. So, Hopfen ist gleich im Boden. Dauert nicht mehr lange.
Dann ist unser großes Hopfenfeld hier fertig. Das sollte ja wohl auch leicht reichen für die Brauerei für ein Jahr. Nicht kein Problem. Achso, wie ist das mit den Schafen? Sollen wir hier einfach noch ein klein bisschen was reinschmeißen? Aber nicht von Luzerne heulen, ne? Wenn, dann machen wir das. Nee. Ja, mal kurz gucken. Also hier kann gut Gras, also irgendwas hin, aber ich mache jetzt nicht das gute Luzerne heute, dafür haben wir zu wenig. Und der Misthaufen, ja gut, 36.000 sind hier. TH-Animal-Ding kann raus. Ja, wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht getestet. Also ich, normalerweise kann man den XML-Datei so bearbeiten. Wenn man jetzt sieht, man hat einen Gefüllstand, dann kann man den eigentlich erhöhen. Nach unseren Bäumchen sprießen hier, ne? Weiß gar nicht, was wir jetzt mal schon so gesehen. So, hier was andere Heusorte. .000 passt hier hin, also wir können locker noch eine zweite Ladung hinbringen und steigern damit nochmal unsere Pelletsproduktion für Heupellets um das Doppelte. Mal kurz ein Strohbein auslagern, ne? Mal da rauf. Schade, dass er sich die letzte Einstellung. Oder hat er sich gemerkt? Weiß ich nicht. Ja, passt schon. Sind das andere keine 240er oder ist es Stroh ein Liter mehr als Heuliter? Ich wundere mich, dass wir jetzt 400.000 hier drauf haben. Kriegen wir das jetzt eigentlich mal hin? Wir haben jetzt ja dieses Terraforming überall noch mit drauf. Dann müssen wir doch jetzt eigentlich das hier auch mal einigermaßen ordentlich gemalt kriegen, oder? Weil das nervt doch immer, dass wir hier irgendwie so ein. Bis Grüne fahren müssen. Auch nicht so schön geworden, ist klar, aber besser als vorher. Ja, die Sämaschine ist aber auch echt sehr großzügig in den Ecken. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal nacharbeiten. Ja, du hast hier, achso, hier einen Ballen erwischt. Auch ein großer Haufen hier, oder was machst du denn jetzt? Nee, das macht doch keinen Sinn irgendwie.
Auf ein riesiger Schwatthaufen. So, hier, ne? Kommt was an? Wird das an? Schon hier Hunde, ja, müssen wir anmachen, ne? Hier kommen wir endlich mal ein bisschen was rein. Dann sollen wir den mal anschalten mit Gärresten hier. Hier nämlich hier noch ein bisschen Mist, aber hier ging es mir jetzt eigentlich auch um unsere Giftproduktion. Denn wir brauchen auf jeden Fall bestimmt noch Gift. Bist du denn eigentlich, was ist denn hier los? Ich hätte doch auch irgendwie nicht gemacht. Den nicht so ganz. Hier ist Heuler fertig. Den werden wir gleich drüben auch auf dem Feld nochmal brauchen. Und da haben wir noch genug. Den war uns Saatgut geladen. Der arbeitet hier schon mal ein bisschen besser. Muss auf. Was? Nö, ne? Davor. Ach. Also, nee. Da vorne ist der Startpunkt. Das ist mir jetzt echt egal. Das mache ich auf keinen Fall. Deswegen wieder zum Hof zu fahren, Dünger zu holen. Für die letzten kleinen Ecken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist auch so unwirtschaftlich, das zu machen. Aber wir werden später verkraften, dass dieses kleine Stück hier keinen Dünger hat. Sollten wir vielleicht nochmal durch Zufall mit dem Düngerstreuer hier vorbeifahren, dann kann man auch hier nochmal mit dem Düngerstreuer rüber eiern. Dünger einkaufen? Nö. Achso, hier auf Dings einstellen. Im Menü mal so schnell auf einstellen. Ach. Also ich werde es verkraften. Ich hoffe, ihr kommt auch damit zurecht. Ich weiß, für einige ist es schwierig, damit zurechtzukommen, dass jetzt hier kein Dünger drauf ist auf der kleinen Fläche. Ich kann damit leben. Das wird nachher, also ne, das wird nicht die Menge Hopfen sein, die uns nachher fehlt. Also da bin ich eher jetzt penibel, nochmal zu schauen, dass ich die groben Ecken da hinten, die er da hinten auch übrig gelassen hat, nochmal schnell nacharbeite. Aber so hat jeder seinen Tick, ne? Nämlich da hinten die Ecke, die er so groß, grob ausgespart hat. Oh, da hinten, ne? Jo. Und dann geht's zum Hof auffüllen und dann Mais anpflanzen.
Ja, die Kombination von beiden war teilweise ja, aber. Bei diesen Seemaschinen oder dünnen Geschichten habe ich es mir jetzt immer noch nicht immer richtig gut angeeignet. Da sind die Kurse auch noch nicht so richtig gut. Da müsste man eigentlich eine Menge auch eher Saatgut und Dünger und alles im Hofsilo auch haben. So, wir gucken in die Ecke da drüben wahrscheinlich noch und dann war es das. Ja, manchmal fahre ich auch lieber einfach selber. Bin hier nicht im, nach dem Motto, Vollautomatisierungsprojekt, wo man eigentlich nur noch Manager ist und eigentlich gar nichts mehr selber macht. Außer das zu managen. Wird blockiert, wird blockiert. Naja, bei uns wird die Zeit blockiert. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause bis zur nächsten Folge und tschüss.